So, ich hätte da mal wieder Once Human. Die übergab diverse Updates. Ich habe da so das eine oder andere hätte ich zu bemängeln. Also das erste, was man jetzt hier hört, dieses permanente Klapper, Klapper, Klapper. Das ist eine neue Deviant. Kann man nicht Once Human Devs, kann man das nicht irgendwie ändern, dass dieses blöde Geräusch entfernt wird. Es kann aber nicht sein, dass die ganze Zeit man das. Die ganze Zeit! Da wirst du wahnsinnig. Das dauert jetzt. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Da wirst du wahnsinnig, wirst du da. Vor allem ist es nicht nachvollziehbar. Es ist nicht nachvollziehbar. Es ist. Der hier. Wenn er hier läuft, hast gar nichts. Ja, doch, das ist der hier. Der hier. Der hier macht klick, klick, klack, klack, klack. Was aber noch, wenn er da unten läuft, ginge. Wenn aber, wenn man den aber da oben, der Deviant im Behälter hat, oder? Das ist dann hier oben. Oder? Dann, der ist hier. Und hier, das Ding macht dann immer klack, 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 da wirst du, es ist einfach nervig. Es ist einfach nervig. Und das nächste, was auch nervig ist, das ist die Jukebox. Und ich muss gerade überlegen, wo ich die Jukebox hingebaut habe. Ich hatte eine Jukebox. In einem vorigen Gebäude. Also in dem Gebäude habe ich jetzt keine Jukebox, also bauen wir schnell eine Jukebox. Und die Jukebox. Die ist zwar auf einer Seite super, aber auf der anderen Seite auch extrem nervig. Hat dann meine Möblierung, Heimunterhaltung, Jukebox. Die Jukebox, genau. Jetzt bauen wir mal schnell die Jukebox dahin. So. Dann machen wir die mal an. Und. Ums. Play. Zack. So, genau. Also wenn man jetzt hört, hier hört man Musik. So, und jetzt kommt es aber, wenn ich jetzt hier auf Einstellungen gehe, und ich gehe hier auf Ton, dann sieht man bei mir, ich habe die Radiolautstärke auf 1. Also auf 1. Wenn ich die Radiolautstärke auf 5 erhöhe, wird es schon etwas lauter. Und wenn ich dann die Radiolautstärke nochmal erhöhe, Ton, Radiolautstärke, und ich gehe jetzt da auf, sagen wir mal, weil 100 wäre ja so. Das ist viel zu laut. Oder? Das ist egal, wo du bist im Haus. Das ist immer zu laut. Das ist ja wie eine Disco. So. Ah, genau. So, jetzt gehen wir mit dem auf 50 runter. 50? Ist immer noch zu laut. Man ist ja super, wenn man das Ding, wenn man da den ganzen Wald damit beschallen will, aber das, zum Spielen ist es ein Albtraum. So. Und jetzt gehe ich wieder runter auf Ton, Radio. Und jetzt gehe ich wieder auf 5. Also würde jetzt hier so gehen. Aber ich höre es ja hier immer noch. So. Eine Jukebox. So, und jetzt machen wir die Jukebox weg. Jetzt machen wir stattdessen ein Radio hin, ein normales Standardradio, damit wir da einen Vergleich haben. So. Und jetzt machen wir das Radio an. Das Radio ist ganz leise im Vergleich dazu. Also wenn man das Radio jetzt hören will, muss man dann halt schon wieder da wieder bei Ton, Radiolautstärke.
Da musst du ja 50 immer schon mal hochgehen, dass man so das Radio hört. Oder? Da hört man dann die Radios so. Aber wenn ich jetzt so die Jukebox wieder hinbaue. Jukebox. Wenn ich mal die Jukebox da auch noch an. Das ist viel zu laut. Das ist viel zu laut, Leute. Jukebox super, aber der Ton, das stimmt ja hinten vorne nicht. Da wirst du ja wahnsinnig, wirst du. Also das können wir bitte auch korrigieren. Das nächste, was man korrigieren könnte, wäre, was soll das hier? Was soll das hier? Also wenn ich hier diese Dachteile hernehme, die passen ja hinten und vorne nicht zusammen. Das sieht man ja hier, das sind überall Spält. Also das Dreieckselement hier ist unten zu schmal und oben überschneidet sich, weil es im falschen Winkel ist. So, jetzt gehe ich in Flugmodus. Wenn man das mal von außen sieht, da, dann sieht man hier, da ist ein Spalt. Oder? Man sieht, das, unten ist die Wand, da ist das Dachelement ist ja hier zu schmal. Da ist links und rechts ein Spalt. So, dann hier stimmt der Winkel nicht seitlich. Und hier kommen dann diese Überschneidungen. Also da hast hier einfach, das überschneidet sich hier komplett, weil der Winkel auch nicht stimmt. Und stimmt natürlich mit den restlichen Teilen vom Dach auch nichts ab. Oder? Das ist einfach ein Albtraum. Das ist genau dasselbe hier oben. Wie man hier sieht, dasselbe, oder? Die Elemente hier, die passen von der Breite. Sind genau gleich breit wie die Wand. Aber die dreieckigen Teile, die passen hinten und vorne nicht. Die sind einfach komplett falsch dimensioniert. Das ist. Das ist ein Albtraum. Das ist einfach ein Albtraum. Das könnte man mal korrigieren, das Ganze. Das nächste, was man auch korrigieren könnte, wäre. Man hat ja hier, kann man ja die Möglichkeit, kann man ja da bei den Türmen, kann man diese Sensoren verbauen. Dynamischer Sensor. So, dynamischer Sensor. Ich bin der Ansicht, der dynamische Sensor erhöht die Reaktionsding. Aber ich könnte auch sein, dass ich mir das Ganze einbilde. Das Problem beim dynamischen Sensor ist, wenn ich den jetzt hier verlegen will, zum Beispiel so, oder verlegen, dann wird mir halt leider, wenn ich den da hinbaue, wird mir nicht angezeigt, wie hoch die Erfassungsreichweite ist. Also der horizontale Winkel wird man nicht angezeigt, der vertikale Winkel wird man nicht angezeigt und wie weit hinaus der Sensor erfasst. Also ich weiß dann auch nicht, wie hoch ich die Dinger montieren muss. Muss ich die auf die Höhe montieren? Muss ich die weiter unten montieren? Muss ich noch weiter oben montieren? Weil halt einfach, wird einfach keine Erfassungsreichweite angezeigt. Das ist halt einfach. Das könnte man vielleicht auch mal in das Spiel integrieren, genauso wie dann auch bei den Gewehrtürmen. Man sieht zwar im Gefecht oder was, wenn man da Verteidigung macht, dass sie dann dementsprechend reagieren, aber man sieht halt leider auch nicht beim Bauen und beim Setzen der Türme, welches Feld das die abdecken, oder? Wie weit ist die Erfassungsreichweite, oder? Ab wann reagieren die, oder? Das ist halt einfach so, das Spiel ist so geil eigentlich, gell? Irgendwann gerade die Wintermap, also ich bin total schockverliebt mit der Wintermap, aber die Möglichkeiten, die im Spiel halt so sind, das sind halt teilweise so das Bausystem, das ist ein bisschen verbessert worden, oder man sieht es hier auch, oder da, die Spitzen gehen hier total über, das ist komplett falsch, oder? Das sieht man ja hier unten ist ein Spalt und hier. Das ist hier komplett falsch, das ganze Ding hier. Oder du kannst auch nicht anders setzen, oder? Es geht einfach nicht, oder? Das ist nicht möglich. Und ein paar Sachen könnte man schon, ich meine, das sind optische Sachen, oder? Und viele spielen halt einfach das Spiel, um zu bauen, oder? Und dann, wenn es natürlich optisch dann nicht passt, dann ist das alles miteinander ein bisschen ein Krampf, oder? Und wie gesagt, mit den Sensoren und mit den Türmen,
Das könnte man doch bitte auch mal irgendwann einmal so reinbringen. Kann aber nicht so schwer sein. Die Erfassungsreichweite beim Bau, im Bauen anzuzeigen, ab wann und so die ganzen Geschichten reagieren. Oder? Es ist einfach, ja, gut. Wer sind schon wieder gewesen? Wir sind momentan noch in Dings in, lass mich lügen, Victor Winter. Wir sind momentan noch in Phase 1. Dauert viel zu lange, Phase 1. Also, ich bin jetzt schon wieder, was bin ich jetzt, Level 35. Es gibt im Prinzip nicht mehr großartig viel zum Entdecken. Man wartet nur sehnsüchtig auf die Ding, auf die neue Map, also auf den neuen Abschnitt. Das ist dann dieser Abschnitt hier. Was aber ein bisschen Ding ein bisschen blöd ist, ist dieser Abschnitt hier, Level 0 Spaltraum, weil dieser Abschnitt hier, da mit dem Bereich, der ist ja da unten vor der unteren Karte auch nicht erreichbar gewesen. Jetzt sind wir bei, jetzt ist die Karte das obere Drittel. Also am Anfang war das erste Ding war das untere Drittel, oberes Drittel und das Drittel in der Mitte, das erreichst du weder von oben, noch erreichst du das von unten. Also das muss dann wahrscheinlich noch einmal irgendwie gesondert sein. Also ich würde mich freuen, wenn irgendwann mal die komplette Karte spielbar wäre in einer Ding, dass man nicht nur sagt, ich habe nur Wintermap irgendwie und nur Sommermap oder was der Geier, sondern halt die komplette Karte. Oder das wäre halt schon mal interessant. Oder? Aber das kommt dann vielleicht mal irgendwann in der Zukunft. Oder wie gesagt, die aktuellen Probleme wie da bauen und Dinge sind jetzt momentan vorrangig. Genau. So. Genau. So. Okay, das war's.